Guten Morgen, liebe Leute. So, wie immer schneide ich für euch was zusammen. Gefrühstückt haben wir schon. Ja, und danach der übliche Ablauf. Noch ein bisschen zu Hause sein, ein bisschen am Computer arbeiten und dann geht's in den Keller und dann machen wir weiter und da haben wir heute einen Antrieb zu tauschen, zumindest einen halben. In guter Hoffnung, dass man nicht alle tauschen muss, weil vorne die Kettenradgarnitur ist ja meistens noch okay und die sieht nämlich aus, als wäre sie. Ups, das Kabel geht kaputt. Da geht alles kaputt bei mir, ist unglaublich. Ich habe halt nichts mehr. Die Kettenradgarnitur sieht aus, als wäre sie noch okay und die hält ja auch eigentlich meist sehr lange. Man muss die Kette tauschen und hinten ist Ritzel und vielleicht funktioniert es dann schon wieder für die nächsten 2 Jahre und man spart unheimlich viel Geld. Also im Verhältnis ist die Kettenradgarnitur ja doch recht teuer immer. Noch mal ein größerer Posten. Ja, das müssen wir heute machen. Und dann gibt es noch ein Peugeot. Ist das ein Peugeot-Rad? Irgendwie so ein Mixte-Rad. Das stand, oder so ein Damenrad auf alle Fälle, das stand jetzt die letzten 5 Jahre wohl rum. Also sind jetzt wirklich, kommen diese Räder raus, die Leute ewig haben rumstehen lassen, wo sich dann erinnern, Mensch, stimmt, jetzt, wo die U-Bahn ja nicht mehr so schön sind und wo man das ja nicht mehr fahren soll, finde ich das ja eigentlich ganz cool, dass ich hier mein Rad noch irgendwo stehen habe. Und dann suchen sie im Hof verzweifelt und völlig eingewachsen finden sie dann ihr Rad vor, was sie dann vor 5, 6 Jahren mal abgestellt haben und kommen zu mir und hoffen dann, dass ich für 20, 30 € das wieder fit kriege. Das ist natürlich überhaupt nicht gegeben. Also das ist nicht machbar. Das muss man den Kunden auch sagen. Muss man sagen, ich krieg doch das Rad nicht. Wie soll ich denn das fit kriegen für sagen wir mal 50 €? Also das ist eigentlich, ist arbeitszeittechnisch ja nicht machbar. Die Kette ist ein Stück. Die Züge sind alle durch. Die Bremsbeläge sind verrottet. Also die sind wirklich, die platzen dann auf teilweise. Steht ja permanent im Regen und halt, willst du nicht machen. Für bis zu 50 € oder was? Nicht machbar. So was. Also da müssten sich die meisten auf um die 100 € einrichten, tatsächlich. So bei so was, bei so einer Rettungsaktion. Ja. Und da muss man gucken, ob man nicht ein gebrauchtes Rad, was fahrfähig ist, für 80 bis 100 €, 120 € bekommt. Jetzt sind dann auch keine super Räder, aber die fahren wenigstens. Die sind wenigstens durchweg gefahren. Muss man halt schauen. Ne? Ob man die Arbeit, ob sich das lohnt. Bei Peugeot lohnt sich es auf alle Fälle. Ich muss mal gucken. Schaue ich mir an mit euch zusammen. Ihr seid dabei. Gut, dann sehen wir uns gleich im Laden. Oh, Mini-Dino. Alright, wir sind im Keller und es geht los. Und ich habe geputzt. Und sie hat geputzt. Habe mir einfach mal den Besen So, als erstes Rad, als erstes muss ich erstmal hier alles loswerden, was ich hier so in den Ich Taschen habe habe. nämlich einen Adler gebaut, der nicht aussieht wie ein Besen. Was denn? Ist der noch vorne? Ja, schon. Dumi hat einen Adler gebaut. Danke, ist für dich, Papa. Ah, schön. Ja, ein Ein Geschenk habe ich Papa nicht verraten, dass es für ihn ist. Marterpfahl. Das kann man kleine auch gleichzeitig ein bisschen beten, finde ich. Also, okay, ein Gebetskreuz. Naja. Aber sollte eigentlich nicht sein. Und ich wollte auch heute bei Papa sein. Weil dann kann ich weiterbauen. Und ich liebe es weiterzubauen. Dann kann ich auch ein Angelspiel spielen. Das kannst du auch, ja. Aber erstmal baue ich einfach.
Ja, auf alle Fälle baue ich jetzt hier Rad Nummer 1 fertig. Und dann haben wir schon das nächste am Start. Das hier ist der halbe Antrieb, wo ich eben probiere, ob die Tretkurbel nicht doch noch funktioniert. Weil eigentlich wird schon noch funktionieren. Es war André und ich haben andauernd ein bisschen gespielt, weil niemand gekommen ist. Aber ich fand es schön, dass jemand meine Schachfigur schön fand. Kann ich ja mal zeigen, wie meine Schachfigur aussieht. Oh Mann, was ist denn das Ding jetzt hier, Herr Schott? Hier ist meine Schachfigur. Aber warum hast du das mit dem Mund? Schach! So, da ist sie. Eine Schachfigur. Schachfigur. Oh Mann, ey, was ist denn los hier mit dem Ding? Oh nö, bin nicht jetzt. Ausgerechnet, jetzt ist er nicht alle weg. Alle Bilder oder was? Ja, ja. Gleich ist es fertig. Gleich ist es fertig. Mama, guck mal, ich die zwei Sachen nicht gebaut haben. Was denn? Guck mal, ein Adler. Und das hier will eine zweite Sache sein. Guck mal, das ist die Schachfigur, die ich gebaut habe. Ein Adler. Okay. Das sieht aus wie eine Torte. Ich habe dein Tisch. Du weißt, wie das ist. Ich wollte eigentlich nach oben, wollte mich noch mal gemütlich hinsetzen, deswegen habe ich ja alles zu schnell gemacht heute Morgen. Aber du weißt, wie das ist. Ich habe nicht mal gemerkt, dass du weg warst. Also dann später, nee, du bist nicht da. Ich wollte die Sachen von gestern, von der Räumung, wollte ich einfach das geklärt haben. Was das ist für ein Kram, da muss ich nachher hinterher noch inserieren, halt quasi ein Foto machen und zack, weg. Aber wollte eigentlich noch etwas essen. Aber ich wollte eigentlich noch was essen vorher auch. Aber dann klappt es nicht nachher. Du bist total gestürzt, was du gemacht hast. Na, dann mache ich später für euch, wenn du nach Hause kommst, Mittagessen. Und ich mit den Kindern Dings essen. Bitte! Wenn du nach Hause kommst, dann mache ich das. Wollt ihr denn essen? Oder soll ich ein paar coole Rouladen aufmachen? Ist das Alex? Das ist Alex. Corona-Alex! Ich hab dich noch nicht angesteckt, seit 8 Jahren gebe ich mir Mühe, dich anzustecken und jetzt schaffe ich es noch nicht. Abstand halten! Ach ja, genau. Hallo, ich hab den Abstandshalter hier. Hallo, Lumen! Hallo! Gute Idee! Guck mal, wir haben 1,5 Meter zu Lumen. Mit Arm. Obwohl, das, ich hab gemessen, hier ist es schon 1,5 Meter. Bis mit dem Finger. Arbeitest du? Nee, ich spiele. Weil ich würde dir gerne mein Herkules-Bike mal geben. Ja, danke. Okay. Okay. Hinten ist ein Riesenschlaf drin. Boah, und das hat jemand getrunken gefahren. Ja, genau. Nein, nicht ein Schlaf drin, nein. Das ist locker. Hi. Ich vermute, dass das trifft da gar nicht. Also vorne hat die auch ein, also weißt du, ein Schlag von wegen Spiel. Okay. Spiel drin. Und vorne im Tretlager ist auch Spiel drin. Und ich dachte, das müsste mal durchgeguckt werden. Vielleicht müssten ja neue Lager und Fette rein, weißt du?
Du musst ja nicht raus. Wann hast du das gebaut? Vor 2 Jahren? Ich kann Fotos zeigen. Das ist gut. Ich hab's gesehen, dass es repariert wurde. Das ist so besser, schicker. Besser als vorher. Nee, pass auf, das ist. Das war ein Experiment. Du hast ihn gerettet. Ich hab das gerettet. Weißt du, wo es ist? Ja. Also ich gehöre zum Unkerkollektiv. Wir haben ein Festival gemacht. Also ein Fest am 1. Mai. Genau, das war am 21. Juni. Ja. Am 3. Mai haben wir ein Fest gemacht und dieses Fahrrad wurde so als Logistiktransport benutzt. Ja. Worden und ich habe sie in einem Baum mit einer kleinen Sachen darauf gelassen. Ist doch mal nicht geil. Das freut mich richtig. Ja. Oh, Gott sei Dank, ey. Dann hast du dann immer weggeschaut. Das ist aber über ein Jahr her, ne? Das war nicht letztes Jahr. Das war eigentlich davor. Was sagst du? Ach so, ja. Geht mir heute um auf den Sack. Das ist schon recht lang, aber ich weiß nicht. Was hab ich? Mann, wo soll ich denn sowas her haben? Fragt Wolfgang. Der hat sowas. Jetzt kommt hier nichts. Kann ich dir helfen, Papa? Na, Mama geht ja bestimmt gleich mit euch los. Papa, ich bin geschützt, falls jemand so in deiner Hand niest. Guck, Papa, ich bin geschützt, falls jemand in deiner Hand niest. Und mir dann die Hand geben will. Ich bin geschützt mit Handschuhen. Die Handschuhe riechen manchmal so komisch. Ich bin auf meinen Kopf gespritzt. Ey, Mann. Und meine Freundin hat angehauen und gesagt, auf, sonst schlägt der ganze Schuh mit dem Bahn. Ja, das stimmt. Ach cool, nach diesem Mittel. Was? Hier. Bis hierhin, achso, hier ist ja, genau, da ist die Grenze, müssen wir da bleiben, ja. Desinfizieren Sie sich bitte, die haben ja da das Mittel. Sehr schön, wunderbar. So, alle abgetötet. Alle abgetötet. Das kenne ich doch. Ja, Andrea ist dann mit dir gebracht. Cool. Ja, ich habe aber hier, ich schlucke meine Bakterien jetzt runter. Wie, was hast du? Unterzeugen. Getreidekaffee. Willst du probieren? Mach noch nicht dran. Nein, weiß ich nicht. Kannst du vorher desinfizieren? Ja. Direkt rein in den Kaffee. Dinkelkaffee mit Vanille. Riecht richtig nach. Dinkelkaffee mit. Ja, Muckefuck. Nach Muckefuck. Dinkelkaffee mit Reis Vanillemilch. Ist ja meine Kaffeeersatze. Warte mal, anderthalb Liter, so, guck mal. Wie machen wir das? Ja, aber wie machen wir das jetzt? R2D2. Wie machen wir das jetzt? Wo bist du denn? C3PO, meine ich. Also jetzt muss ich zumachen. Jetzt musst du zumachen? Die Hitze zerstört meine Bakterien. Das ist ja eine nette Halterung. Ja, das stimmt. Ja. Eine vernünftige Bierdosenhalter wäre hier, was? Naja, dann trittst du es weg. Das ja? Nervt dich dann. Ja, das nervt. Was, also, was ein Problem ist, mit der Dynamo beim Wasser. Gibt es da eine Lösung? Nee. Ein Dynamo, der immer läuft, der richtig nee. Neuer Dynamo, der leichter läuft? Nee. Nabendynamo gibt es. Also, nicht. Neuer Dynamo, klar, läuft leichter, aber der läuft schon recht leicht hier. Ja, bloß dann ist es hier der Reifen, der abgenutzt ja, ist. Ja, ja. Also die Kiste ist ja super geil agil, also eines der besten Fahrräder, wirklich eines der besten Fahrräder. Ah, wo hast du sie gekauft? Ergonomisch. Wo hast du sie gekauft? Ich fahre freihändig, ich tanze mit diesem Fahrrad. Du kannst mit dem Fahrrad tanzen. Dancing. Nur wenn hinten was auf dem Gepäckträger ist, dann hat sie einen Unbruch, dann wackelt vorne das ganze Gebell. Also das ist, hinten ist Spiel drin wie eine Sau. Ich denke mal, das Lager ist auch, also weiß ich, ob die Lager durch sind, guck mal. Ja, muss man gucken, muss man aufmachen. Auch ich hatte das schon mal geguckt und hier ist auch mal... Wie, du hast es schon mal geguckt? Nein, ich hatte es schon mal aufgemacht, weil hier ist das vierte Problem ist hier, das ist durch. Das Auge ist ausgeleiert.
da drinnen und ich habe schon eine. Ey, mach mir mal einen Zettel, schreib mir das. Du hast Unterlegscheibe schon ja. draufgepackt, aber die war nicht. Zettel? Die war nicht richtig. Ja. Zettel, Stift? Was hast du denn? Du musst dann eigentlich Stift, wisst ihr? Hatte ich eigentlich nicht. Ja, muss man aber auch. Ja, ist jetzt Pflicht. Muss ich mir die App auch aufspielen, dass ich hier bin? Die was für eine Ordnungs-App? Was Sie jetzt wollen. Ah, hier, warte mal, guck mal. Ja, genau, irgendwo nach da. Also. Genau. Sag mal, Alex, hast du dein YouTube bereinigt? Achso, bereinigt? Warum? Dynamo. Was machen wir da? Dynamo-Situation? Ah, nee, da quatsch ich Dynamo. Sag mal, Alex, hast du dein YouTube bereinigt? Komm mir so bekannt vor, ich bin gerade schon mal gefragt. Ja. Nee, warum bereinigt? Ich habe noch keine Antwort bekommen. Du hast Videos rausgenommen. Aus meinem YouTube-Kanal? Ich habe doch gar keinen. Achso, doch, diese Tanzvideos. Ja. Ja, ich war mir zu peinlich. Wirklich? Naja, das ist peinlich, ich fand's ja zu übertrieben. Ich habe eins draufgelassen mit der also, ja, das hab ich gesehen. So, ich finde die anderen dann irgendwie zu. Zu extra? Zu experimentell. Also. Ja, die ist scheiße, die muss auch noch zu. Mach ich noch. Also, Zement liegt da schon noch. Hast du schon ein bisschen? Ne, ich hab doch hier gemacht. Achso, du das hast hab, schon. Na, hier habe ich doch schon fertig. Ah, ausgenieselt. Bist du das komplette Loch, ja? Der Keller ist jetzt fertig. Wolfgang sagt, du hättest eine Schreibmaschine. Ist das nur jetzt nostalgisch wie sieht man? Nee. Das ist ein Lasse Frieser. Ich brauche jetzt vorher 200.000 Euro. Und dann sind wir weg hier. Ja, kriegst du nur deine alte Verkaufsanlage im Bestand da oben? Ja, klar. Dann kriegst du locker. Aber dann habe ich auch nicht mehr. Bei dem guten Rad ist mein Lieferant fast verzweifelt. Hier ein wunderschönes Raleigh. Und die gute Dame meinte, ja, vorne klappert irgendwie was, wenn man drauf fährt und rollt. Dann klappert es vorne so komisch, macht so komische Geräusche, als wenn die Kugeln kaputt sind. Ich sage, naja, dann werden die Kugeln kaputt sein und man hört es auch, man merkt es auch, wenn man hier dreht. Und hier anfasst, merkt man, wie rau das ist und sich anfühlt. Das wird halt nicht mehr gut sein. Ja, was kann man denn da machen? Ich sage, da kann man nur das Vorderrad austauschen, weil die Lager sind tot da drin. Also die sind, das Holz war gut, man kann es jetzt auch weiterfahren natürlich, ne? Ansonsten Vorderrad austauschen. Dann meinst du, ja, ohne Austauschen vom Vorderrad, dann kannst du fast gar nicht fahren. Du kannst aufmachen, das Lager natürlich warten, aber das ist eigentlich schon zu spät bei so einem Lager. Man kann so ein Lager nicht warten, wenn es zu spät ist, kann man zwar auch, man kann auch mal Fett nachdrücken und so und wieder alles versuchen einzustellen. Aber man weiß ja, wie das Lager aussieht, wenn man es auseinandernimmt, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht. Spätestens dann würde man feststellen, oh nee, okay, muss ein neues Vorderrad rein. Da ist ja nicht nur die Achse und das Lager, sondern sind eben auch die Gegenstücke in der Narbe drin. Also somit ist es das komplette Vorderrad. Also die Laufflächen sind durch. Und die gute Dame meinte dann, ja, aber es muss doch auch irgendeinen Weg geben. Das. Hört man noch. Dass man das Vorderrad nicht austauschen muss. Geht nur weiterfahren und das war's. Ne? Ja, aber kann mir denn ein Unfall passieren? Und ja, aber. Kaputt ist kaputt. Das müssen die Leute dann auch mal begreifen. Weil kaputt ist kaputt. Das war's denn. Kaputt. Austauschen. Fertig. Ja, aber geht. Alles geht, aber kaputt ist trotzdem kaputt. Und dann diese Frage, na, wie lange könnte denn das noch halten? Nervt mich ja auch quasi. Ich stehe dann da und versuche den Leuten zu erzählen, also was heißt versuch, ich sage den Leuten klipp und klar, das Vorderrad ist defekt. Ihr braucht ein neues. Ja. Und die versuchen dann trotzdem noch zu versuchen, irgendwie, dass sie drumherum kommen, ein neues zu kaufen. Aber es geht nicht, nein. Weil defekt heißt defekt ist. Und jetzt gucken wir uns mal an, was defekt bedeutet. Baust jetzt mal auseinander. Klar, es rollt noch. Und das wird auch in vielen Werkstätten wird sowas einfach auch noch weiter verkauft. Ne? Rollt ja gut auch. Aber ein Lager, wenn es fettfrei ist, läuft es halt auch wirklich gut. Es ist halt so. Also ich will jetzt das Lager hier auseinanderschrauben, so ein bisschen. Einfach nur, um zu zeigen, wie das darin aussieht. So, jetzt schraube ich hier den Kotter ab. Könnt ihr das sehen? Ja, bestimmt könnt ihr das sehen. Achtung!
Ah, hier bollern sich schon alle einzeln rum hier, die Kugeln. Man kann sich ja auch täuschen, mal durchaus. Kann ja auch mal sein, dass man einfach positiv überrascht wird. Mensch, ist ja nicht so schlimm und so weiter und so fort. Also das ist der Teil hier. Gucken wir uns gleich mal näher an. Wie gesagt, da brauche ich nicht, da braucht man kein Experte sein. Ob ihr das jetzt so sehen könnt, also wer das nicht sehen kann, also ich glaube, ich hoffe, ich kriege es dargestellt, damit ihr das sehen könnt, was ich meine. Und das hat man einfach im Gefühl. Und da könnt ihr auch den Leuten im Fahrradladen vertrauen. Also wenn ihr natürlich irgendwelche nur so Arschlöcher oder so habt, dann ist das halt schwierig im Fahrradladen. Aber wenn euch jemand das so erklärt, die Kugeln da drin sind kaputt, dann hat das schon seine Berechtigung. Hier. Das hier ist die Lauffläche. Hier glatt ist alles schön. Aber der Krater hier, das weggebrochene, hier. Wie soll man denn das? Das kann man nicht reparieren. Ohne mit Fett, das geht nicht. Dementsprechend sehen die Kugeln so aus. Und die übertragen es natürlich auch auf die andere Lauffläche, auf die narbenseitige Lauffläche sozusagen, auf den Narbenkörper. Das sieht auch so aus. Völlig ausgefranst, ausgebrochen, das war erledigt. Wenn euch jemand vom Fach sagt, das Ding ist durch, glaubt das ruhig. Ja, das ist ja richtig. Man muss nicht allen und jedem loben und so, aber... Kugeln sind übrigens pupstrocken, da ist nicht ein Futzel Fett dran. Habe ich eigentlich alles gesagt, ne, dazu, bis die gute Dame kam. Ja, und hier sieht man schon, das kann ich euch wahrscheinlich wirklich nicht darstellen. Nee, das kann ich euch nicht zeigen. Hier sieht man aber schon hier drin auch, wie die Lauffläche angegriffen ist. Und deswegen macht das einfach keinen Sinn. Das Rad muss halt neu. Das bereite ich jetzt alles schon vor, muss für morgen eins bestellen. Ich habe jetzt keins mehr da. Ja, das war's. Den Rest machen wir dann morgen. An dem Radl. Okay, also wir haben einmal einen Check. Hier ein Komplettcheck. Jahrelang nicht mehr gefahren. Auch Peugeot. Mensch, die häufen sich. Dann haben wir hier noch einen Umbau. Komplett von Alex. Meine Güte. Und hier noch drei Räder. Geht eigentlich. Hab ich mir schwerer vorgestellt. Hinterer zwei Speichen, das ist alles kein Hit. Das mache ich. Das ist doch nichts. So, kriegen wir alles hin. Also mache ich mir jetzt einen Einkaufszettel. Super, ganz toll. Super, super, super. Enorm. Peugeot Check. Okay. 2x M+. Gut, haben wir. Als denn, möchte ich mal sagen, auf Wiedersehen erstmal, vielleicht sehen wir uns oben nochmal, wenn nicht, sehen wir uns morgen. Also macht es gut, bis dann, ciao.